Ach, na guck mal, der Highscore aus der letzten Folge sind 500 Punkte. Das hatte ich schon vollkommen verdrängt. Mensch, da haben wir uns aber richtig gegönnt, oder Freunde? So gut. Ich bin der beste FNAF-Spieler ever. Ever! Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night. Und das Ziel der heutigen Folge ist es einfach nur, einen neuen Highscore zu machen. Es wäre jetzt natürlich einfach nur einen Highscore von 510 zu machen. Aber mein Goal ist es auf jeden Fall, über 1000 zu kommen oder vielleicht sogar noch mehr. Deswegen vergesst natürlich wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Freunde. Ich brauche euren Beistand. Teilt das Video mit euren Freunden. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kauft mein Merch. Denn ich habe mir von manchen von euch in den Kommentaren sagen lassen, dass es hier auch Animatronics gibt, die vollkommen ungefährlich sind. Heißt, Animatronics, die einen erstens nicht töten, Animatronics, die gar keinen Jumpscare haben und Animatronics, die nichts machen und nur rumstehen und so eine Scheiße. Oder die nur die Kamera deaktivieren oder so ein Kram. Und ich werde jetzt versuchen, so viele von diesen Animatronics wie möglich in eine einzige Nacht zu packen, um dann einfach nur einen krassen Highscore zu machen. Also so krass, wie es halt eben geht. Mit möglichst wenig Aufwand. Story of my life. Okay, Freunde, wir sind jetzt bei 2200 Punkten und ich glaube, das hier sind alle Animatronics, die uns nichts anhaben können. Obwohl das vielleicht der falsche Weg ist, um das auszudrücken. Das sind durchaus Animatronics, die jetzt Jumpscares raushauen werden, aber das sind keine Animatronics, die uns killen und den Run beenden. Wisst ihr, wie ich meine? Und was mir dabei jetzt noch aufgefallen ist, Freunde, sind diese Animatronics hier eigentlich neu? Diese Pickpatch, Mr. Hippo und so? Waren die in Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator? Weil ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht. Oder, also die sind ja bestimmt nicht mit dem Game hier neu gekommen. Das wäre ja doof. Könnt ihr mir ja vielleicht mal in den Kommentaren erklären, aber ich glaube, die waren aus dem Pizzeria Simulator. Aber ohne jetzt hier weiter um den heißen Brei rumzureden, Freunde, drücken wir jetzt mal auf Go, stellen uns einer ereignisreichen Jumpscare nach, aus der wir mit einem neuen Highscore rauskommen werden. Let's go! Okay, Freunde, die Nacht startet und rein theoretisch müssen wir ja nichts machen. Ich meine, wir können hier die Phantoms anleuchten und so. Hier können wir den Fisch fangen. Wir können jetzt schon hier spielen, aber im Grunde genommen müssen wir ja nichts machen. Wir könnten jetzt auch einfach hier sitzen und das Ganze über uns ergehen lassen. Ich werde natürlich trotzdem jetzt versuchen, so gut wie möglich diese Nacht über die Bühne zu bringen. Mit möglichst wenigen Jumpscares, aber wir können diese Nacht nur gewinnen. Wisst ihr, wie ich meine? Egal, was passiert. Fuck, man. What the fuck? Was passiert hier? Was passiert hier? Was geht denn hier ab, Alter? Junge. Okay, wir haben 1 Uhr jetzt. Hä? Alter, what the fuck? Okay, das ist nicht jugendfrei, Mann. Aber wie gesagt, ne, wir kommen hier locker mit einem Highscore raus. Aber das ist auch praktisch für die folgenden Nächte, Freunde, weil wir können ja jetzt ja quasi trainieren. Weil das sind ja dann immer... Das sind ja immer 2200 Punkte, die wir quasi... Das muss ich mit Balloon Boy machen. Oh shit. Leuchtet ihn. Okay. Was müssen wir mit Balloon Boy machen, um den wegzukriegen? Keine Ahnung. Aber ist ja im Grunde genommen auch egal. Wie gesagt, wir können das ja nutzen, um uns 2200 Punkte anzutrainieren und hier mit möglichst wenigen Schocks rauszugehen, weil wir das ja für den 50-20-Mode und für folgende Runs gut benutzen können, um 2200 Punkte immer safe zu haben. Vielleicht gibt es ja auch noch mehr Vielleicht gibt es ja auch noch mehr Animatronics, die, nichts machen und uns einfach nur Punkte geben. Dann könntet ihr das nämlich einfach mal in die Kommentare schreiben, damit ich das für den nächsten Run weiß und wir unser Highscore-Portfolio natürlich erweitern können. So, jetzt habe ich wieder sehr viel geredet, Freunde. Ich weiß, manche von euch nervt das ja, wenn ich so viel erzähle. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Hier, gib einfach mal Coins oder, keine Ahnung, mach 60 Grad, dann können wir direkt wieder den Ventilator ausstellen. Drauf geschissen. Man tut, was man kann. So, was mache ich denn gegen Balloon Boy? Oh shit, Balloon Boy, hau bitte ab. Ach so, warte mal. Wow, wow. Hallo? Hallo? Wo ist denn der? Hallo?
Hey, wieso kann ich das nicht skippen? Balloonball müssen wir, glaube ich, abwenden, indem wir eigentlich die Lüftung schließen, also den Lüftungsschacht. Keine Ahnung. Oh shit. Also langsam wird's aber ekelhaft hier. Hä, wo kann ich denn das auflegen? Hier müsste eigentlich irgendwo ein Dings sein. Jesus Christ, hau ab! Warum labert er jetzt weiter, Mann? Jesus Christ, Alter. Stell dir mal vor, du vergisst es zu skippen in einem richtigen Run. Du bist ja am Arsch. Der labert dich ja zu. Bis nächstes Jahr, Mann. Himmelarsch, oh Gott. Da war Balloon Boy Phantom, haben wir aber erwischt ohne Probleme. Okay, da Mute Call. Jetzt haben wir es gekriegt. Okay, ja, wir sind gleich durch. Wir haben jetzt 4 Uhr. Müsste auch bald schon auf 5 umspringen. Okay. Okay. Also es ist doch... Also das ist ja wie... Jetzt ist ja jetzt gerade schon wie so ein kleiner Vorgeschmack auf die 50-20 Night Fast, ne? Das sind jetzt die meisten Animatronics, die wir bis jetzt hatten. Wo wir jetzt schon auf relativ viel achten müssen. Und teilweise... Oh, shit. Und teilweise auch schnell reagieren müssen. Und ich will mir gar nicht... Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das beim richtigen 50-20-Mode erst ist, Alter. Da ist das ja ultra schlimm. Weil stellt euch mal vor, da geht's dann richtig ab. Richtig zur Sache. 50 verschiedene Animatronics und diese Scheiße passiert die ganze Zeit. Da bist du ja richtig am Arsch. So volles Rohr. Hier ist richtig Game Over. Oh mein Gott. Oh, mach weg. Balloon Boy, hör ab. Danke. Okay, easy, Freunde, easy. Neuer Highscore, 2200 Punkte. Und da steht's, fantastisch, 2200. New Highscore. Oh, Freunde, kriegen wir jetzt eine Cutscene? Da steht Intermission. Wir kriegen eine Cutscene. Hier geht's. 私はコーンフレークが嫌いだ。それは十分に美味しいが、私の口の中を切り裂き、後で後悔することになる。しかし私は、それこそが戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。たとえ、お前がコーンフレークで口を切ったとしても、そして、お前がそれをもう一度食べようとすると、 口の中をさらに痛めてしまうので、それ以上悪化させないよう、それ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない。我が人生と、このかよばき口が呪わしい。私は、遥か昔の、このような日を覚えている。私は実際に、久々に馬小屋から集めていた紙を使って、 アルパカの衣装を痛烈に作った。私は実際には、もともと、かの窓の外で、いくつかの厄介な音作りを計画していたが、その後彼は、飲酒の谷に落ちた。そしてそれは、私の誕生日のようだった。誰か、ここから降ろしてくれ!だからもちろん、私は彼を、 トラックから引きずり出し、しばらくの間、アルパカの糞で彼を巻き込んだ。とても楽しい。私は写真をオンラインで投稿したが、最初に友人に見せてもらう必要がある。誰にでもあんたの写真を見せることができる。そこにはたくさんの変人がいる。 What the fuck? Okay, Freunde, ich habe keine Ahnung, was das für eine Cutscene war. Ziemlich cool gemacht, ziemlich krass und eine ziemlich coole Story. Aber was hat das in der Custom Night zu suchen? Warum kriegen wir eine Anime-Version von Freddy vs. Foxy in einem japanischen Setting? Die wollen sich umbringen. Warum?
Aber ist ja auch egal, Freunde. Wir haben einen neuen Highscore und wir werden bestimmt auch noch rausfinden, was noch mehr es mit dieser Story auf sich hat. Ich wusste überhaupt nicht, dass es hier Cutscenes gibt. Ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von der Ultimate Custom Night wieder. Ziemlich cool mit den Cutscenes, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr nice. In der nächsten Folge gönnen wir uns dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Action. Wir wollen unseren Highscore natürlich ausbauen und langsam dem 50-20-Mode nähern. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin.